Ja, hey, was geht? Ich bin Cody und ich möchte euch kurz eine kleine Info geben, und zwar bezüglich des Minecraft Mainalaya Projektes. Wir sind ja ganz gut reingestartet, haben auch Hoffnung gehabt, dass es was Ordentliches wird, aber allerdings ist das Projekt zum Tode verurteilt. Es passiert nicht wirklich was, die Skype-Konfi ist auch tot, da wird nichts geschrieben. Ich habe jetzt ein paar Mal nachgefragt, ob denn jetzt noch irgendwie was passieren wird, ob wir nicht noch ein paar Projekte, also so diese Wettbewerbe machen wollen, was ja eigentlich der Grundgedanke des Projektes war, dass man solche kleinen Wettbewerbe macht und Challenges und sowas. Ist allerdings nie was gekommen, hat sich nie was ergeben. Ich habe dann meine kleine Bude gebaut. Ich dachte eigentlich, okay, es könnte ein ganz cooles Projekt werden. Ich hasse es wirklich, Projekte mittendrin zu beenden, ohne ein richtiges Ende zu finden, aber was soll ich machen? Es geht einfach nichts mehr ab. Ich habe auch keinen Spaß daran, alleine auf dem Server rumzugammeln und dann meine Bude noch weiter zu bauen, unnötig das Ganze in die Länge zu ziehen. Ich hoffe, ihr versteht das, dass ich das hiermit beende. Mainalaya ist Geschichte. Wenn ihr es noch verfolgen wollt, vielleicht machen die noch anderen noch irgendwie im Single weiter oder so, könnt ihr mal, wenn euch das Projekt interessiert, in die Videobeschreibung gucken, da findet ihr ja alle Teilnehmer. Und ja, für mich ist jetzt hier das Ende gezogen, fertig, Ende aus. Dann kann ich mich besser konzentrieren auf andere Projekte, auf andere Kanäle von mir. An dieser Stelle nochmal erwähnt, ihr könnt gerne mal auf den Kanälen von mir vorbeigucken. Tronix Media, Tronix Tutorials oder Cody Let's Open. Guckt euch diese Kanäle mal an. Das eine ist so eher so Hilfestellungsvideos. Dann mache ich auf dem anderen Unboxings von auch Technikgeräten und sowas. Und auf Cody Let's Open packe ich einfach alles aus, was mir so geschickt wird. Im Moment kommt da nicht wirklich viel, weil ich eigentlich gar nichts bekomme so. Per Post, ja doch klar, diese Close-Up-Sachen und so, aber die, weiß ich nicht, da fehlte mir in letzter Zeit die Lust, das aufzunehmen, wie ich das auspacke. Vielleicht werde ich das alles mal wieder ins Leben rufen. Ich muss aber allerdings mal gucken, dass ich alles besser durchplane, wann ich was mache. Und ja, bei mehreren Kanälen ist das nicht so einfach. Deswegen gucken wir einfach mal. Hier wurde ich auch gerade angeschrieben, deswegen muss ich jetzt Schluss machen. Und ja, wie gesagt, guckt mal auf den anderen Kanälen vorbei und seid nicht so traurig, wenn ihr es weiter verfolgen wollt. Guckt bei jemand anderen und bis dann. Tschüss.